Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Schrägstrich YouTube Schrägstrich Twitch Update Video. Um was geht's? Einerseits gibt's am 1. April ein Mini-Event und wahrscheinlich ausschließlich nur am 1. April. Dann habe ich noch ein paar weitere Informationen zu Apex Legends, so ein paar kleinere Sachen. Und danach, und da würde ich mich auch drüber freuen, wenn er da dran bleibt, ein paar Sachen YouTube und Twitch mäßig, was wird sich in den nächsten Monaten so alles tun, neue Spiele, was habe ich vor, was wird sich eventuell ändern und vor allen Dingen, ich habe es heute auch in meinem Community-Tab auf YouTube schon gepostet, dass es ein paar Veränderungen ab April geben wird und spätestens im Mai gibt es auch privater Natur. Viele von euch aus meinen Livestreams wissen schon, was da auf mich bzw. meine Frau zukommt, dass ich in Zukunft doch ein bisschen weniger, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als nur weniger Zeit für den ganzen Spaß habe und hoffe, dass ich da trotzdem irgendwie das alles unter einen Hut kriege. Dazu aber später mehr. Wir fangen jetzt erstmal mit den Apex-Informationen an. Am 1. April kommt ein Mini-Event und ich gehe davon aus, dass es, glaube ich, nur diesen einen Tag betrifft. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Überraschung, es hält ein paar Tage länger. So wie letztes Jahr schon zum 1. April gibt ja diese berühmten April-Scherze und die gibt es halt auch in den Staaten und keine Ahnung in welchen Ländern noch überall. Letztes Jahr gab es die Mosambik einfach mal in goldener Variante mit 9 Schuss und einer Feuerrate, die jenseits von Gut und Böse war. Und das kommt zurück diesen 1. April. Ich habe keine Ahnung, ob es schon 19 Uhr los oder 19 Uhr losgeht und wahrscheinlich bis in den 2. April für 24 Stunden reinkommt oder eben ein bisschen länger, vielleicht eine Woche. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber diesmal ist diese April-Aktion oder April-Schatzaktion ein wenig länger. Und zwar zeige ich euch einmal zum einen die Mosambik nochmal. Hier gibt es ein paar Files dazu. Jeder Schuss, egal auf welche Distanz, macht 19 Damage. Man hat 9 Schuss im Magazin. Es kommt aber diesmal noch eine weitere goldene Waffe dazu und das ist die P2020 und weitere goldene Waffen, die wir sonst so finden, die sollen wohl für diesen Zeitraum deaktiviert sein. Und hier gibt es eine Besonderheit. Erstmal macht jeder Schuss 24 Damage. Magazingröße waren da, lasst euch nicht von dieser ++7 irritieren. Es müssten um die 24 oder 25 Schuss, glaube ich, pro Magazin sein. Und 24 Damage, das hatte ich schon gesagt. Und jetzt kommt aber der Hammer. Ihr seht es wahrscheinlich in der vorletzten Zeile. Damage Rodeo 190. Und wie heißt er? Walter Guttem interpretiert in dieses Rodeo, dass wenn du auf einer Zipline bist, egal ob die vertikale oder eben eine ganz normale Pathfinder Zipline, wenn du von dieser Zipline aus einen Gegner triffst, machst du pro Kugel 190 Schaden. Wie gesagt, ob das stimmt, ob diese Interpretation genau richtig ist, das kann ich nicht sagen, aber es könnte absolut hineinpassen. Das wäre absolut crazy. Wie gesagt, das ist nur ein Spaß-Event, sollte man nicht zu ernst nehmen. Und was ebenfalls dazu kommt, und das finde ich auch ultra geil, bis zu 100 oder maximal 160 Rollers droppen auf der Map. Wer nicht weiß, was die Rollers sind, das sind diese runden Dinger, die auf dem World's Edge immer rumfliegen. Wenn du die Dinger abschießt, fallen die auf den Boden, dann kannst du die looten. Oder wie auf Olympus die runden bunten Dinger im Boxring, die du kaputt schießen kannst und dann looten kannst. 160, wie gesagt, pro Match. Sehr interessant, was auch noch nicht klar ist, dass es eventuell sein könnte, dass der komplette Lootpool deaktiviert ist. Ob der Ground Loot trotzdem da ist, das müssen wir dann sehen, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig interessante Sache für den 1. April. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Jetzt würde ich mir wünschen, wenn ihr... Achso, nee, Moment, wir haben noch ein bisschen mehr, bevor ich mit den anderen Sachen anfange. Und zwar, wem es nicht aufgefallen ist, ich denke, den meisten, der jeden Tag Hardcore suchtet, wird aufgefallen sein, dass die Replikatoren für wenige Zeit oder für kurze Zeit deaktiviert waren. Sie sollen wohl jetzt wieder aktiv sein. Ich habe selber nicht mitgekriegt, keine Zeit zum Zocken gehabt. Und zwar wurden die deaktiviert, um wohl irgendwie rauszukriegen, woran die Server-Crashes, woran es liegt, dass die Server-Crashes ständig kommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Respawn mit den Server-Crashes die Problematik meint, dass man sich gar nicht erst ins Spiel einloggen kann. Dieses bekannte Problem, was seit Wochen unterwegs ist. Es könnte sein, dass das schon behoben ist, weil gestern stand dieser Tweet, der jetzt drunter steht, 13 Stunden vorher, hat Respawn geschrieben, dass die Crafting-Dinger jetzt wieder am Start sind, also die
Replikatoren und dass sie wohl den Exploit behoben haben. Ich für mich habe gerade festgestellt, ich kam problemlos ins Spiel im Hintergrund und ich hatte die letzten Tage auch extreme Probleme. Gebt mir ein Feedback in dem Video, ob ihr jetzt wieder ganz problemlos in das Spiel reinkommt oder eben nicht. Vielleicht ist es auch was völlig anderes, was da gefixt wurde. Auf jeden Fall wurde die ganze Crafting-Geschichte deaktiviert, um rauszufinden, wo das Problem ist. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und noch eine letzte Sache zu Apex Legends. Es gibt wieder eine, was habe ich jetzt gemacht? Eine Mega-Bannwelle. Habe ich gerade entdeckt, um die 1000 High-Ranked-Players wurden wegen Cheatings gebannt. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Die Leute, also die Hardcore-Ausnutzer des Heat-Shield-Exploits, da gab es irgendwie einen Fehler mit den Heat-Shields oder einen Bug, da konntest du den, glaube ich, diese Heat-Shields, glaube ich, unendlich oft benutzen. Wie genau dieser Exploit funktioniert hat, keine Ahnung, habe ich mich wirklich nicht beschäftigt. Auch die, die das Hardcore benutzt hatten, die wurden oder die werden gebannt. Also jeder, der das ausgenutzt hat, sorry, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, jedes Mal, wenn ich über sowas rede, und das mache ich nicht oft, kriege ich den ein oder anderen Hate-Kommentar. Ich bin der Meinung, jeder, der so einen Scheiß ausnutzt, hat es verdient, verdammt nochmal gebannt zu werden. Und wenn es permanent ist, wäre mir Latte, gerade in Ranked ist das eine absolute Frechheit. Und es ist nun mal nichts Neues, dass man fürs Cheaten oder eben wegen Glitches, Bugs oder sonst was, wenn man sich dann Vorteil erhascht, dann ist das Beschiss. Es steht in den AGBs, jeder weiß, dass es Dreck ist, dass man es nicht machen sollte. Und diese Ausreden, ja, na, aber wenn es Respawn nicht anders hinkriegt, die sind doch selber schuld. Bullshit, ihr dürft's nicht, fertig. Also wer sich da angesprochen fühlt, ich hoffe, du wirst gebannt. So, das ist meine ehrliche Meinung, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Aber ich glaube, unter meiner Community sind ganz, ganz wenige, die diese Probleme wahrscheinlich überhaupt kannten oder wussten, wie man diesen Exploit überhaupt aktiviert. Und jetzt kommen wir zu dem, was sich in Zukunft auf meinem Kanal ändern soll. Es ist jetzt keine Mega-Veränderung, aber ich habe gestern zum Beispiel auf Twitch ein neues Spiel gestreamt und ich suche schon seit langem mal wieder ein Spiel außerhalb von Apex Legends, was ich mal ausgiebig suchten kann. Einfach mal eine neue Umgebung, neues Umfeld, keine Ahnung. Und vorab gleich, kommt ja auch nicht vor, dass ich mal ein neues Spiel auf meinem Kanal ankündige, kommen immer ganz häufig Fragen, wirst du dann Apex nicht mehr spielen? Oh mein Gott. Das ist natürlich Käse. Ich bleibe natürlich Apex Legends treu. Also Apex Legends ist eine absolute Hassliebe. Jetzt muss ich erstmal das Bild hier wegmachen. Ich liebe Apex Legends. Ich werde weiterhin Apex Content bringen. Das ist völlig Fakt. Ich habe nur einfach Bock, gelegentlich auch mal was anderes zu zocken, zu streamen. Zwei Spiele kommen im April raus. Diese beiden Spiele möchte ich unbedingt auf Twitch streamen. Gestern habe ich schon die Outriders Demo erfolgreich gespielt. Waren einige Zuschauer dabei, die sich dem erfreut haben. Das fand ich sehr, sehr geil. Als allererstes zeige ich euch aber das Spiel, auf was ich mich schon seit Jahren freue. Das ist so eine Art Remake von, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber von Apes Exodus. Wer das Spiel Apes Odyssey kennt, ich glaube, das kam um 1997, 98 auf der PlayStation 1 raus. Dann gab es mal irgendwelche Ableger, ich weiß nicht wie viele, und die kamen dann, glaube ich, alle entweder auf der PSP oder auf dem PC, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die kenne ich nicht. Und das soll wohl so eine Art Remaster sein oder ja, auf jeden Fall abgewandelt und erweitert und so weiter. PS5 soll zum Release Anfang April sogar kostenlos im PSN Store sein. Im Gegensatz, das zweite Spiel, was ich euch vorstelle, für die, die es gestern nicht mitbekommen haben, dieses Spiel, was im Store eigentlich 70€ kostet, soll für die Xbox Pass Nutzer, oder wie das heißt, kenne ich mich mit Xbox nicht aus, soll kostenlos am Anfang zum Release am 1. April am Start sein. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf dieses Spiel. Das möchte ich auf jeden Fall auf Twitch streamen. Ich muss mal gucken, dass ich, wenn ich dann in einer gesamten Woche, was weiß ich, einmal pro Woche auf jeden Fall dieses Spiel spiele, dann Outriders, dann Apex, muss ich mal sehen, wie ich das alles unter den Hut kriege. Und
Schreibt mal in die Kommentare, wer das Original kennt, Apes Odyssey. Ich liebe es. Gibt's auch das HD Remaster als Let's Play auf diesem Hauptkanal. Habe ich vor ewigen Zeit mal hochgeladen. Ich werde aber keine Let's Plays auf meinem Hauptkanal hochladen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie sehr, sehr schlecht ankommt, was ich sehr, sehr schade finde. Ich überlege aber tatsächlich, das als Let's Play auf meinem Zweitkanal hochzuladen. Da bin ich mir aber noch nicht 100% sicher, ob ich das wirklich mache. Gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Das werde ich aber wirklich dann nur auf meinem Zweitkanal machen, für die Hardcore-Fans, die wirklich Bock haben, jeden Stuff von mir sich reinzuziehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Spiel. Und dann kommt eben Outriders. Gestern gestreamt. Die Demo ist für alle erhältlich, kostenlos. Einziger Nachteil, ihr braucht eine Square Enix oder ein Square Enix-Konto. Dann müsst ihr euch mit dieser Demo verbinden und dann könnt ihr das zocken. Habe ich gestern im Livestream dann mal festgestellt. Gab ein paar Probleme. Es ist ein Loot-Shooter, wer es nicht kennt, ist so ein bisschen vergleichbar mit Destiny oder The Division und so noch ein paar andere Loot-Shooter. Das Besondere, es gibt keinen PvP-Modus in diesem Modus und der soll auch nicht kommen. Was auch besonders ist, noch steht nicht hundertprozentig fest, inwieweit das Spiel mit DLCs versorgt wird. Square Enix bzw. die Publisher, You Can Fly heißen die, glaube ich, möchten erstmal warten, wenn am 1. April das Spiel released wird, wie dieses Spiel ankommt, und danach richtet sich dann die ganze Geschichte. Wie ist die Kritik? Erweitern wir das Spiel? Ja oder nein? Es soll auf jeden Fall eine Menge Spielspaß bieten, über 20, 30, 40 Stunden die Story. Und wenn du aber fürs Endgame dich richtig ausrüsten willst, wie bei Destiny zum Beispiel die Raids, da kannst du nochmal das Doppelte oder Dreifache locker drauflegen. Und genau dieses Spiel möchte ich auf meinem Haupt-YouTube-Kanal, also hier, wo ihr jetzt euch gerade befindet, als News-Update-Spiel weiterführen. Also ich möchte nicht nur Apex Legends News-Updates machen, die kommen wie gesagt weiterhin. Ich möchte, und danach suche ich eben schon eine Weile, weil ich auch meinem Kanal einfach mal ein bisschen mehr Tiefe verleihen will mit anderem Content, News-Update-Videos. Und ich habe jetzt noch nicht angefangen, aber jetzt schon 2-3 Videos im Petto für dieses Spiel. Es wurden nämlich jetzt schon sämtliche Legendaries, Rüstungen, Waffen für verschiedene Spielklassen und so weiter geleakt. Damit möchte ich zum Beispiel anfangen, da mache ich mehrere Videos draus. Es gibt zum Beispiel 4 Charakterklassen, Spezialfähigkeiten, Spezialkräfte und so weiter für alle, die Bock auf einen Loot-Shooter haben. Gebt euch das einfach mal, das Spiel macht ultra Bock. Ich habe gestern in 2,5-3 Stunden habe ich es einmal durchgespielt. Dann gibt es noch ein paar Nebenmissionen. Und das Besondere, wenn du jetzt die Demo schon zockst, kannst du alles, was du bis dahin gelootet hast, schon ins fertige Endgame mit rein projizieren. Was ich sehr, sehr geil finde. Es ist ein Koop-Shooter, das heißt, du kannst Crossplay übergreifen, das ist das nächste Besondere. Das Spiel hat Crossplay, du kannst quasi fast von Anfang an, du musst erstmal den Prolog beenden, das dauert ein paar Minuten, dauert aber nicht ewig, dann kannst du sofort an Ort und Stelle, egal wo du dich gerade missionsmäßig befindest, zumindest habe ich das so mitbekommen, vielleicht weiß das einer ein bisschen besser, aber mein Kollege Halbsteif war gestern am Start und mitten in der Mission ist er mit dazu gesprungen, den konnte ich einladen, er konnte dann einfach mitzocken und wie gesagt, sofort Crossplay, PC, PlayStation, Xbox, Next Gen ebenfalls. Ich habe es gestern auf der PS5-Variante gespielt. Gibt es auch für PS4. Wenn ihr euch die Vollversion kauft und habt eine PS4, gibt es dann auch das Upgrade, wenn ihr irgendwann eine PS5 oder eine Xbox Series X habt, ein kostenloses Upgrade dazu, weil das ist dann ab 1. April ebenfalls schon bereit. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gibt es noch irgendwas, was ich zu Outriders erzählen sollte? Ja, Craften ist ein ganz großes Thema. Du fängst quasi von klein an, findest Waffen, levelst dich, craftest deine Waffen, findest Legendaries, damit wirst du immer stärker und stärker. Es gibt 15 verschiedene Schwierigkeitsstufen, die nennen sich World Tier, auch sehr interessant. Und du rüstest dich über die ganzen vielen Tage und Stunden eigentlich für den Endfight und dort gibt es richtig geile Sachen. Wie das Endgame nachher aussieht, das ist aktuell noch nicht so wirklich bekannt. Das soll auf jeden Fall sehr, sehr geil sein. Habe ich erzählt, dass es aus dem Haus Square Enix ist, beziehungsweise You Can Fly heißt der kleinere Publisher oder Entwickler.
Viel mehr habe ich, glaube ich, zu diesem Spiel nichts zu erzählen. Ich rate euch, testet mal das Spiel. Es macht sehr, sehr Bock. Wer jetzt keinen Bock hatte zu testen, geht auf meinen Twitch-Kanal. Ihr könnt euch ja sämtliche Streams der vergangenen Wochen nochmal reinziehen. Schaut euch einfach nochmal in dem letzten oder vorletzten Stream, je nachdem man ja das Video guckt, nochmal um. Da könnt ihr mal reinseppen in diesen Stream und dann seht ihr mal, was da so alles passiert. Mir jedenfalls macht das ultra Bock und es fühlt sich erstmal so an, als könnte das Spiel eine absolute Dauermotivation erstmal sein. Aber nochmal hoch und heilig mein Versprochen, Apex geht natürlich weiter. Ich werde dieses Spiel nicht vernachlässigen. Ich werde es lediglich einfach ein bisschen weniger livestreamen, aber die Update-Videos kommen trotzdem etwas öfter. Und jetzt, ach so, das hätte ich jetzt tatsächlich fast vergessen, warum ich gesagt habe, dass sich in meinem privaten Umfeld bald was ändert. Im Mai, ausgerechnet im Mai, wenn Season 9 startet und es eine Menge zu erzählen gibt, eine Menge zu streamen gibt, werde ich Papa. Und da bin ich mal gespannt. Ab Mai, ich weiß noch nicht, ob Anfang, Mitte Mai, das kann ich noch nicht genau sagen, aber da wird es spannend und es könnte sein, dass ich dann erstmal oder mit Sicherheit weniger streamen kann, weniger Videos machen kann. Dafür, wenn ich dann ein Video mache, versuche das in geballter Form irgendwie zu verpacken. Lass dich da einfach mal überraschen. Ich bin selber mega gespannt, wie diese Situation, diese Umstellung für mich und dann meine Familie wird und wie viel Zeit ich dann tatsächlich noch habe. Ich versuche aber meinen Menschen möglichstes, um den Kanal nicht komplett einschlafen zu lassen. Und gerne könnt ihr mir noch mal eine Info da lassen, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Let's Plays, ja, nein. Wie gesagt, wenn dann nicht auf dem Hauptkanal, sondern auf dem Zweitkanal für alle, die wirklich jeden Stuff von mir sehen wollen. Wenn das Feedback hoch genug ist, dann mache ich auf jeden Fall zumindest von dem neuen Oddworld-Spiel ein Let's Play. Oder ich teste es einfach und schaue mal, wie es ankommt. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich morgen zum Samstag schon das erste Leak-Video, ich versuche es zumindest hinzubekommen, von Outriders mache. Es gibt, wie gesagt, für sämtliche Klassen, 4 an der Zahl, gibt es jetzt schon 3 verschiedene Rüstungselemente, also die zusammengehören und die dann dir nochmal einen extra Bonus geben und so weiter. Ich komme jetzt einfach nicht auf das Wort, wie sich das schimpft. Das war auf jeden Fall bei The Division auch so, dass du Rüstungssets so heißt. Es gibt jetzt schon geleakte Rüstungssets und wenn du die alle findest, bekommst du extra Bonis auf allen möglichen Stuff. Das wird auf jeden Fall sehr interessant und genau auf dieses Spiel habe ich einfach Bock. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ganzen Stuff haltet und ich hoffe, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Dem Video einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr Neues habt, wenn ihr wie gewohnt zu Apex Legends nichts verpassen wollt und habt ihr Bock auf Outriders, hoffe ich, dass ihr in Zukunft tatsächlich bei mir richtig seid und ich versorge euch dort mit regelmäßigen News-Updates. Nur mit Tipps und Tricks, da halte ich mich noch ein bisschen zurück. Ich habe es gerade mal so meine 3 Stunden gespielt und da wäre es nicht gerade sinnvoll, wenn ich jetzt schon mit irgendwelchen Tipps um die Ecke komme, obwohl ich das Spiel einfach noch nicht gut genug kenne. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao und schon mal ein schönes Wochenende gewünscht. Bleibt gesund.